Marie Schmidts Artikel »Ich fühl dich, Bruder« im Feuilleton der Süddeutschen Zeitung von diesem Wochenende, dem 6.7. Februar 2021, beleuchtet die Rhetorik bei Clubhouse, einer neuen, auf Einladeprinzip basierenden, das heißt semi-exklusiven Plattform-App, deren Netzwerkkonzept auf mündlicher Live-Konversation nach dem Modell der Redaktionskonferenz beruht. Die Journalistin hebt in Bezug auf die deutschsprachigen Diskussionsgruppen auf Clubhouse zwei zentrale Gruppen hervor. Zum einen deutsche Journalistinnen und PR-Leute, zum anderen deutsche People of Color. Den affirmativen und ich-bezogenen Sound antrainierter Metakommunikationsform in Bezug auf die erste Gruppe konstatieren, den sie auf professionelle Coachings ebenso wie auf Lockdown-bedingte Videoformate zurückführt, spricht sie, ich paraphrasiere Schmidts entsprechenden Ausführungen, von der, Zitat, beneidenswert plastischen Grammatik, die in den Talks der People of Color über aller Welts Themen wie Liebe und Karriere und zwar in einer, Zitat, klar markierten Sprache mit englischen, türkischen und arabischen Anteilen zum Ausdruck komme. Es gehe darum, ob Clubhouse die Möglichkeit für People of Color beinhalte, beziehungsweise bereithalte, Gespräche zu führen, die nicht von der weißen Mehrheitsgesellschaft kanalisiert würden. Hier tauschten sie sich darüber aus, wie beispielsweise in einer gewissen WDR-Talkshow über Minderheiten und im Alltag oft abwertend mit ihnen geredet werde. Zitat Ende. Ich pflichte Schmidt bei, dass Kommunikation über Kommunikation zurzeit einen aufklärerischen Effekt hat. So zitiert die Journalistin aus Gruppengesprächen, die von der Unmöglichkeit handeln, im heutigen Deutschland, Zitat, rassistischen Stereotypen zu entgehen. In diesem Kontext sei etwa die Frage gestellt worden, Zitat, ob nicht eher die Weißen über dieses Thema reden sollten, denen das oft nicht klar sei. So sei in einer Diskussion mit dem Titel Zeitgeist oder Zeitverschwendung, Rassismus und Sprache, die mangelnde Beteiligung von Businesspartnern, das heißt von Leuten, konstatiert worden, die mit ihrer Kommunikationsfähigkeit Geld verdienten und somit an den Schalthebeln säßen. Clubhouse markiert offenbar plastischer als andere Kommunikationsformate, dass, Zitat, Gerechtigkeitskämpfe von Minderheiten, Zitat Ende, ohne materielle Umverteilung, auch ohne gesellschaftlichen Einfluss bleiben. Daraus schließe ich, dass jene, die sich in den Gerechtigkeitskämpfen von Minderheiten in Deutschland engagieren, nicht mehr mit symbolpolitischen Gesten zufrieden geben.